Aloha, ich bin Fabian Soltau, ich bin Trainer hier bei uns im Fitnessclub und hier kommen deine regelmäßigen Ernährungstipps. Heute geht es bei uns um das Thema Superfood. Superfood ist ein Begriff, den man in letzter Zeit immer mehr in Zeitschriften oder in Foren liest oder. Das ist ein nicht genau definierter Marketingbegriff. Es ist also nicht standardisiert, was ist genau Superfood, was ist es nicht. Wir finden da so klassische Vertreter wie die Acai-Beere, Chiasamen, Kakao, Algen, Ingwer und so weiter. Lebensmittel, Beeren, Samen, die allgemein einen positiven Gesundheitseffekt versprechen. Und das ist genau das Problem mit dem Superfood auch. Wir haben auf der einen Seite theoretische gesundheitliche Benefits, die oft labortechnisch oder theoretisch halt bestehen, aber in der Praxis halt eben nicht genau nachweisbar sind. Da ist also die Frage nach dem praktischen Nutzen dabei. Persönlich natürlich habe ich super viele Nährstoffe in genau diesen Produkten, im Gegensatz zu klassisch Kopfsalat. Ja. Achten wir bei den Superfoods auf jeden Fall auf eine Bio-Qualität. Gerade da ist es wichtig, wenn die Nachfrage nach diesen Lebensmitteln immer größer wird, habe ich natürlich klassischen Anbau in Monokultur, Pestizideinsatz, Überdüngung von Feldern und so weiter und so weiter. Da also gucken, dass ich Bio-Qualität habe und natürlich immer gerne Fairtrade-Bedingungen. Gerade wenn ich Import-Früchte, Beeren, Samen und so weiter habe, Südamerika, China und so weiter, da sollte man schon gucken, dass wir faire Anbaubedingungen natürlich haben. Und genau das ist die Frage, brauchen wir Superfood importiert, um den halben Erdball herum transportiert? Eigentlich nicht. Wenn wir genau hingucken, haben wir regional und saisonal wundervoll eine breite Palette an Lebensmitteln, die voller guter Nährstoffe stecken. Brokkoli, Leinsamen, Hirse, Sanddorn, Heidelbeeren, Beeren im Allgemeinen, aber auch natürlich die klassischen Unkräuter wie Löwenzahn, Giersch, Brennnessel sind voller Nährstoffe. Und wenn man also genau hinguckt, liefert uns Mutter Natur auch hier bei uns in unseren Breitengraden alles, was wir brauchen, um gesund in den nächsten Tag zu starten. Insofern guckt einfach mal regional, saisonal auf dem Markt, was wir hier so haben und ernährt euch bunt und vielseitig und bis zum nächsten Mal. Fabian Soltau. Tschüss.